Hallo und herzlich weiter im Part oder zurück im Part und je nachdem. Ich habe hier kurz theoretischen Schnitt eingebaut, weil wir überlegt haben, welche Rüstung wir uns machen. Wir kamen auf den Sinn, dass wir erstmal ein paar Key-Quests machen, um uns den Giginus beizuspielen und dann den zu farmen und mit dem dann eine G-Rank-Rüstung zu machen, die Erwachen hat. Ja, genau. Erwachen, beste Rüstung für Sachen. Für viele, viele schöne Sachen. Also ich finde halt von Killenbogen. Ich wäre wirklich ein Scheiß, ich habe keinen Bogen bis zu verzweifeln spielen. Dann. Und ich würde auch ganz gern haben, genau. Und. Da kannst du schon keinen Bogen aus deinem Dorf farmen, wenn du immer mal im Dorf ankommst. Dort. Ja, das dauert noch ein paar Jahre. Und, ja, jetzt erstmal als Einstieg auf G-Rank, diese Quest hier mit Sieger Showdown: 4 Monster, 2 Großjaggies, 2 Lambombs. Lambombs? Bist du behindert in der Wüste? Ruchtoras. Langotoras, ja. Langotoras. Und außerdem. So weit geliefert, brauchst du aber schnell. Und außerdem und ist es ein Wolfi da, wenn man es dann genau nimmt. Aber Lankotura war doch auch der. Oder was war das? Sörd war das da. Ja, genau. Genau. Ja. Ist aber leider nicht mehr. Heißt jetzt auch Jinuga. Zu Sinnoh kommt nicht mehr Jinuga, genau. Da dumm. Und ich wollte echt gerade eben mit Lankschwert kämpfen, weil mir eingefallen ist, dass ich, ouch, den auf. Ne, und Sörd immer mit dem Eislankschwert besiegt hat. Jetzt hast du meine Bomben explodieren lassen. Ich bin der Abstauber. Geht klar, Junge. Geht klar. In deiner Welt möchte ich leben. Usch! Du musst ihn hauen dann. Da fällt er nämlich um. Ja, ich weiß. Ist auch mal wieder eingefallen. Ich hab den vergessen. Ich hab lange mit ihm gespielt. Ja, hat auf jeden Fall. Ah, deswegen haben wir überhaupt ein Wurfmesser bekommen bei dem Ende. Ne, das dachte ich nicht. Das ist nicht wirklich dabei. Kannst du auch nichts. Echt? Weil wir Steine sind. Das wäre mal geil, den mit so einem Stein umzuwerfen. Ja. Ich hab mal mit dem Trick getötet in meiner Montage. Stimmt, ja. Schnell die Schärfe irgendwie. Du kannst echt einfach den Stein bewegen, den du mit dem Stein machst. Ja, komm, der Mortals war's. Nee, da war. Was? Der ist neu. Ja, das hat er vorhin auch schon gemacht. War ich überrascht und eigentlich hatte ich auch noch Platz. Da war ich echt froh, ja. Ja. Der hat mich getroffen, aber es hat mich gezählt. Läuft. Irgendwie ist der, wenn man nah bei ihm steht, recht eingegangen. Und du hast ihn gesteuert. So richtig, also aus dem Rollen rausgesteuert. Glaube ich. Ja, das Kopf kaputt gemacht. Nein, hab ich nicht. Ja, der hat einen großen Kopf. Mega von Spazier. Das ist eine epische Quest. Ist ja episch! Da steht ja nicht mal der Obersymbol, was ich vorhin brauche. Ja. Dingsrüstung. Ja, Goldwarzenerlos bist du wirklich schon lang. Irgendwann ist es. Hä, so also, hab ich jetzt Schaden gekriegt? Was er nicht gut. Ja, aber der wurde ich nicht getroffen. Was? Kayamba! Nice, Kayamba! Läuft bei dir und Chacha ist verwirrt. Alter, Chacha. Vielleicht tot. So, eigentlich müsste der gleich trotzdem sein. Kann man dort angreifen? Safe. Ja. Sehr schön. Machen wir mal die Explosion. Bist du hinten nicht vor? Zweimal zu. Ja, mit der ganzen Zeit. Ja. Abgestaubt. Yeah. Das ist G-Man. G-Hard-Monster. Jetzt kriegst du Magnum-Mega-Tabelle. Ja, ich bin noch zu jung, jo. Und, Großjagd musst du eigentlich hier gerade zu sein. Kann man es doch nachher machen? Ne, der war gerade eben da, ich hab noch Warten gemacht gleichzeitig. Also doch so, wie ich schon sagte, dass immer zwei da sind. Immer zwei, ja. Von hab ich ja vorhin gesagt, vor der Aufnahme. Boah, ich gehe theoretisch, aber ich werde das extra rausschneiden, damit du mal weißt, was du gesagt hast. Ja, aber ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt, Leute, du musst auch das rausschneiden. Ich schneid vieles. Ja, ich hab dich gerade weggestaubt. Schön. Ja, aber ein G. Und irgendwie machen die weniger Schaden als gedacht. Was daran liegt, könnte, dass die vier Mann sind, aber. Ja, gut, vier Mann. Denkst du, das sind Billigmonster? Ja, ich dachte halt, dass die auch schon so böse sind. Ey, waren dies? Was gab's denn? Hier was ganz anderes. Hier ein Grundgu. Nee, nicht für mich! Ja, stimmt, du bist der Jan Grundgu. Ja, ich bin Jan Grundgu. Nein, ja, ist der Grundgu. Ja, irgendwie schon. Hilft mir wirklich miteinander nicht treffen. Das ist halt ganz klein. Ja, das ist das Problem. Eine Bombe! Nein!
Fahrt. Bist immer näher dran am Monster als ich. Hab Bombe gelaufen, ja. Ja, hast du. Meine Bombe. Nutze, ich muss mich an. Nutze. Zweimal zu gut. Ja, ich war in die Mühle gelandet. Das ist ein Großjenie, natürlich dauert er keine Minute. Megatron, wir denken dran. Ach, siehst du, wir machen systematisch so, wir zeigen, dass wir gut sind und die Monster schlecht. Und die sind schwachen Monster nehmen. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Ja, genau in diesem Moment ist dann wohl leider meine Festplatte vollgelaufen. Ich entschuldige mich vielmals. Wir haben zum Glück nach dieser Quest nichts mehr gemacht, weil ich dann so zufällig rübergeschielt habe zum Computer und dort so unten so ein großes, blinkendes Bild war. Achtung, Festplatte ist voll. Habe ich leider nicht schnell genug bemerkt. Mehr konnte ich nicht mehr retten. Der Rest ist jetzt verloren. Wie gesagt, wir haben nur noch 6 Minuten oder so gegen die hier gekämpft und dann war gut. Ich weiß, ich habe irgendwas noch am Ende bekommen, habe ich gerade gehört. Also am Ende sind auch noch so ein kleiner Tonschnipsel, irgendein super seltenes Juwel, meinte Steam, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie Honig plus 5 gewesen. Also war eigentlich nicht so super selten, hat sich auch wieder kürzlich aufgeregt. Hatte ich jetzt nicht gesagt. Und deswegen, es tut mir wirklich leid, der nächste Part ist dann wieder komplett mit drauf. Wenn ich mich nicht irre, geht's da gegen Jen Moran. Ein bisschen Farm, ich glaube eine Lanze oder eine Gewehrlanze. Werdet ihr dann sehen. Das ist eine Weile her, dass wir das gemacht haben. Wir haben echt eine Weile im Voraus aufgenommen. Aber na gut, mehr wollte ich nicht sagen. Wie eine Minute eurer Zeit verschwendet. Dafür ist der Part halt ein bisschen kürzer. Adios, Amigas. Vielen Dank, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt. Und auf Wiederhören.